Kasperle, Bastelzeit und heute mal wieder mit dem guten alten Thema, was wir häufiger hier schon mal haben, nämlich Batterien. Genauer gesagt, sowas hier, Lithiumzellen, das hier ist eine 18650, die haben wir ja schon tausendmal gesehen, um Lithiumzellen oder Lithium-Ionen-Akkus stecken ja heute in sehr, sehr vielen Geräten drin. Allerdings, so ein bisschen was unterschlägt man da gerne, denn Lithium-Ionen oder Lithiumzellen ist eigentlich ein Überbegriff. Das hier ist nämlich eigentlich ein LCO oder LiCoO2-Akku. Ausgeschrieben ist das Lithium-Kobalt-3-Oxid oder Lithium-Kobalt-Dioxid. Manchmal nennt man es auch nur Lithium-Kobalt-Oxid. Wie auch immer, Lithium-Kobalt. Das ist definitiv somit die verbreitetste Chemie, wenn es um solche Akkus geht. Aber nicht die einzige. Und ja, eine andere von den Lithium-Chemien, die wollen wir uns dann heute mal angucken. Und das ist die sogenannte LFP-Zelle, Lithium-Eisenphosphat oder LiFePO4 auch genannt. Die ist im Prinzip erstmal fast das Gleiche. Das hier sind jetzt andere Bauformen, das hier ist jetzt eine 26650. Die gibt es aber auch kleiner in 18650, wenn man das haben will. Ich habe nur gerade keine da. Wir haben jetzt ja schon gelernt, das ist irgendwie chemisch ein bisschen anders und entsprechend haben wir da auch ein paar Vor- und Nachteile. Wenn wir die alte Lithiumzelle mit der hier mal vergleichen, gehen wir erstmal durch. Die hier, die hat einen großen Vorteil und zwar, die kann thermisch nicht durchgehen. Die klassischen Zellen, die LCOs, die haben das Problem, dass so ab 180 Grad, wenn das erreicht wird, zum Beispiel durch einen Kurzschluss, dann erzeugen die intern durch die Chemie, die hier drin ist, selber Sauerstoff. Das heißt, man kann nicht einfach, wie man das sonst macht, irgendwie den Umgebungssauerstoff abschneiden, zum Beispiel durch so Löschschaum oder ähnliches. Das funktioniert hier bei denen dann nicht mehr, weil die machen einfach weiter ihr eigenen Sauerstoff und brennen fleißig weiter. Das heißt, die lassen sich nur extrem schwer löschen. Das ist bei hier denen nicht der Fall. Hier auch bei mechanischer Beschädigung gehen die thermisch nicht durch. Das ist natürlich kein Freifahrtschein, denn auch wenn die thermisch nicht durchgehen, die können elektrisch natürlich einen Kurzschluss erzeugen und so ein elektrischer Kurzschluss macht eine Menge Hitze. Da muss man also trotzdem weiter aufpassen. Nächster Vorteil, die Chemie ist anders und benutzt auch ein bisschen andere Sachen. Zum einen, hier ist kein Kobalt drin. Und der zweite Vorteil, vom Lithium her, wenn wir dieselbe Bauform haben, haben wir hier ungefähr nur 50% des Lithiums drin. Das heißt also, wir haben weniger Kobalt oder gar kein Kobalt in jedem Fall. Wir haben weniger Lithium. Beides sind Stoffe, die eher so als Konfliktrohstoffe gesehen werden, die beim Abbau ziemlich viel kaputt machen, sowohl umwelttechnisch als auch sozial. Und das sparen wir uns hier quasi. Und das schlägt sich natürlich dann auch so ein bisschen den Preis nieder. Die hier sind dann nämlich in der Herstellung auf jeden Fall mal günstiger. Nächster Vorteil, die hier halten länger durch. Üblicherweise redet man ja so von 80% DOD, also dass man die entsprechend so um 80% lädt und entlädt. Dann haben wir hier zwischen bei selber Bauform und selber Kapazität. Dann haben wir bei hier der ungefähr die 5- bis 10-fache Zyklenzahl. Das heißt, wenn wir die hier irgendwie 700 Mal entladen und laden können, können wir die hier 7000 Mal entladen und laden. Das heißt also deutlich längere Haltbarkeit. Und auch beim Lagern ist es eventuell besser. Angeblich ist es nämlich kein Problem, die hier die ganze Zeit geladen liegen zu lassen, wohingegen hier die angeblich da abnehmen. Wobei ich da ein Sternchen dran setzen würde, denn auch die LCOs haben sich in den letzten Jahren doch ziemlich weiterentwickelt. Also das ist nicht mehr so schlimm, wie es früher war. Weiterer Vorteil, die hier sind etwas einfacher zu recyceln. Wir haben hier nämlich Eisen und Graphit im Prinzip drin. Das kann man nahezu komplett beim Recycling wieder rausholen und ohne große Weiterbehandlung in neue Batterien wieder einbauen. Das heißt, die Rohstoffe hier drin sind nicht verloren. Gilt zum Teil auch für die hier, aber durch das Kobalt ist das etwas schwieriger im Recycling. Am Ende muss man allerdings auch sagen, für beide Arten gibt es noch nicht wirklich viele Recyclingbetriebe. Von daher ist das eher was für die Zukunft. Und letzter Vorteil, die hier sind etwas effizienter. Das heißt also, wenn wir mit x Wattstunden laden und danach wieder entladen, kommt hier bei dem mehr Wattstunden wieder raus als hier. Der setzt ein bisschen mehr in Hitze um. Das Ganze erkauft man sich aber natürlich auch so ein bisschen. Es gibt nämlich da natürlich auch entsprechend Nachteile, die dann nicht ganz so dolle sind. Größter Nachteil ist die Energiedichte. Das heißt also, wenn wir dieselbe Bauform haben, dann haben wir hier ungefähr nur die Hälfte der Kapazität. Das heißt, wenn das hier irgendwie, was sind das hier, sagen wir mal 8 Wattstunden, dann hat der hier auf selber Größe, hätte der hier nur 4 Wattstunden. Und das macht dann hier die natürlich auch entsprechend etwas unattraktiv für mobile Anwendungen, einfach weil
man quasi den doppelten Platz bzw. das doppelte Gewicht auch braucht, um entsprechend mit hier der Technologie dieselbe Leistung darzustellen. Weiterer Nachteil, die hier sind deutlich temperaturempfindlicher, gerade bei kalten Temperaturen, also so unter 10 Grad möchte man die hier nicht mehr benutzen. Die werden da sehr, sehr träge, die Spannung bricht sehr stark ein. Es gibt zwar so ziemlich keine Beschädigung am Akku dadurch, aber sie sind quasi nicht wirklich benutzbar bei den Temperaturen. Wohingegen die normalen Lithiumzellen, die nehmen zwar auch ab bei der Kapazität, aber sie halten meistens länger durch. Für uns Bastler gibt es dann noch einen weiteren Nachteil und einen weiteren Vorteil. Den Vorteil gucken wir uns gleich noch an, aber der Nachteil schon mal. LiFePO4 ist jetzt noch nicht ganz so verbreitet. Das heißt also, sowas wie gebraucht aus Akkus rausziehen, wie ich das hier zum Beispiel mit Zellen aus Laptop-Akkus oder so mache, ist bei hier denen relativ selten nur möglich. Und beim Neukauf sind sie auch seltener. Das heißt, man muss wahrscheinlich höhere Preise zahlen, wenn man die hier in Einzelstücken kaufen möchte zum Basteln. So, der Chemiewechsel bringt auch noch eine andere Sache mit sich, nämlich ja, die Spannungen sind ein bisschen anders. Ich schätze mal, die Lithium-Akkus, die kennen wir alle, die sind standardmäßig bei 3,7 Volt. Wenn wir sie vollgeladen haben, sind sie bei 4,2 Volt. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal gucken, der Akku hier, der hat aktuell ungefähr 4 Volt, 4,1 Volt. Das ist so das Normale, was wir kennen. Wenn wir jetzt den hier mal messen, die Lithiumzellen hier auf LiFePO4-Basis, die haben eine Standardspannung nicht von 3,7, sondern von, hier steht es ja auch schon, 3,2 Volt. Das heißt also, wenn wir hier messen, sehen wir 3,28, 3,3 ist also ungefähr in dem Bereich. Und auch die Vollladespannung ändert sich nicht mehr 4,2 Volt, sondern es sind jetzt 3,6 Volt. So, das hat für uns dann auch wieder Auswirkungen. Zum einen heißt es natürlich, wir müssen aufpassen, dass wir die richtigen Ladegeräte benutzen. Die müssen also definitiv speziell für LiFePO4 sein oder LFP-Zellen. Das heißt natürlich auch, dass solche Sachen wie unser TP4056 nicht mehr funktioniert. Das heißt, diese günstigen Charge-Discharge-Boards, die brauchen wir gar nicht erst zu probieren. Die funktionieren da nicht. Hat allerdings auf der anderen Seite auch einen Vorteil, denn naja, wir haben gerade gehört, die Ladespannung ist bei 3,6 Volt. Naja, kennt ihr ein Board, welches 3,6 Volt aushält? Oder nicht Board, sondern eher Chip? Naja, unsere ESPs. Die können meistens bis 3,6 Volt aushalten. Das heißt, wir können im Prinzip diese Zellen mit einem ESP verbinden, ohne einen Spannungsregler dazwischen zu haben. Was dann natürlich eine sehr schöne Effizienz am Ende bringt und wieder Bauteile spart. Wie schon gesagt, LiFePO4-Zellen gibt es auch in verschiedenen Arten. Es gibt den hier, den zum Beispiel, die 26650. Es gibt sie in 18650, auch wenn ich sie nicht da habe. Oder wenn es ein bisschen kompakter sein soll, dann gibt es sie auch im 14500er Pack. Das sieht dann hier so aus. Und wem die Form hier ein bisschen bekannt vorkommt, ja, das ist gut möglich, denn 14500 kennt man vielleicht auch als AA-Zelle. Das heißt, so eine typische Zelle hier, die man so hat. Mignon heißen die ja in den meisten Fällen. Das ist genau dieselbe Größe. Da kann man ein paar schöne Tricks mitmachen auch dann, denn wir haben ja viele Geräte, die entsprechend dann auch mit zwei Batterien laufen, wie zum Beispiel hier so eine Fernbedienung. Und was man da machen kann, ist dann statt hier den Alkaline-Zellen eine von diesen Lithium-Zellen reinmachen und auf der anderen Seite einen Kurzschluss reinmachen, das heißt also einfach durchverbinden. Offiziell ist das keine gute Idee, weil ja so eine Standardzelle hier, die hat ja 1,5 Volt, also zusammen 3 Volt, sagen wir mal 3,2, 3,3, wenn sie ganz voll sind. Der hier hat 3,6 Volt, sind also 0,3 Volt drüber. Muss man selber für sich entscheiden, ob man das der Schaltung zumuten will. In den meisten Fällen geht es noch gut. Und ja, so hätte man dann eine Lithiumzelle, die wahrscheinlich deutlich länger hält und natürlich aufladbar ist. Gerade da ein bisschen Hausnummer, hier so eine Lithiumzelle, die hat ungefähr bei 150 mA Endladestrom 2,2 Wattstunden. Die AA-Zelle, wenn wir das mal Pi mal Daumen rechnen, bei 150 mAh 1,5 Wattstunden, was aber nicht gut vergleichbar ist, weil 150 mAh hierbei sind ja nicht dasselbe wie 150 mAh hierbei, dadurch, dass die Spannungen unterschiedlich sind, 1,5 Volt zu 3,2 Volt. Zum Glück lassen sich die beiden Batterien relativ einfach unterscheiden. Zum einen, es steht halt drauf, wir haben hier ja stehen, dass das Ganze hoffentlich irgendwo eine Alkaline ist, da haben wir es groß stehen.
Hier steht drauf, dass es eine LiFePO4 Lithium Rechargeable Zelle ist und irgendwo steht bestimmt auch drauf, dass die 3,2 Volt hat oder auch nicht. Okay, also weggelassen. Aber ich denke, bei Lithium und so klingeln beim einen oder anderen schon so ein bisschen die Alarmglocken. Und wenn das nicht hilft, dann holt man im Zweifelsfall einfach mal seine Hand. Denn, Lithium ist halt ein bisschen effizienter als so die klassische Alkaline-Zelle. Und das können wir auch hier sehen, wenn wir die hier mal auf die Waage legen. Dann haben wir hier für unsere normale Alkaline-Zelle ein Gewicht von ungefähr 23 Gramm. Und die LiFePO4-Zelle, die hat lediglich 17 Gramm. Ist also ein gutes Stück leichter und das fühlt man durchaus auch mit der Hand. So, genug geschwafelt. Wir haben jetzt hier unsere verschiedenen großen Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen. Die wollen wir benutzen. Wie machen wir das denn? Naja, prinzipiell gilt ungefähr dasselbe, was wir auch bei allen anderen Lithium-Zellen die ganze Zeit sagen. Wir brauchen ein Ladegerät, wir brauchen eine Schutzbeschaltung und wir müssen gucken, dass die Spannungen stimmen. Wie eben schon gesagt, unsere TP4056, die passen diesmal leider nicht. Das heißt, wir müssen irgendwas anderes benutzen. Ein komplettes Replacement für diesen integrierten Ladeschutzschaltungsding habe ich leider nicht gefunden. Das heißt, wir müssen uns irgendwie mit Einzelteilen bemühen. Das erste wäre dann sowas hier, das ist eine LiFePO4 Schutzbeschaltung. Hier heißt jetzt zum Beispiel HXYP-1S-3876. Ist eine typische Schutzbeschaltung, kann man dann hier wie üblich rausbrechen. Irgendwie, achso, das ist der Rand. Und hier haben wir dann auch wieder einen kleinen Chip drauf, der allerdings von der Spannung her da drauf getrimmt ist, eben die Lithiumzellen hier mit der geringeren Spannung zu schützen. Die holen wir dann einfach hier Battery Minus, Battery Plus, machen die hier dran. Und achso, hier auf der Rückseite haben wir dann unseren Power-Ausgang. Ich wollte gerade schon sagen, wo kommt denn dann der Strom raus? Und so haben wir dann die Zellen entsprechend geschützt. Und zum Laden, da habe ich mir den hier geholt. Das ist ein TP5000. Das sollte ein LiFePO4-Lader sein. Und was ich gerade auch gesehen habe, während ich hier am Gucken war, wie genau das Ding heißt. Es gibt inzwischen tatsächlich auch im Formfaktor von diesen Universalboards bereits welche, wo die beiden hier aufeinander gebaut sind. Das heißt, wir haben inzwischen sogar die Chance, tatsächlich, wenn wir das richtige Board kaufen, die genauso zu benutzen wie unsere klassischen Lithium-Kobalt-Zellen hier. Das heißt also, da hat sich anscheinend auch in der Zwischenzeit schon wieder was getan. Gut zu wissen, werde ich mir auf jeden Fall mal ein paar klicken. Ich würde mal sagen, wir bauen uns das hier mal zusammen und gucken dann, was wir da draußen machen können. Ob wir so einen ESP in Gang bringen. Wir sehen hier schon, hier ist nicht viel zu sagen. Wir haben hier unsere Pins, die leider nicht beschriftet sind. Das heißt, man braucht auf jeden Fall eine Online-Beschreibung. Ja, wenn wir uns das Board hier mal angucken, dann haben wir auch schon direkt ein paar Sachen. Wir haben hier unten erstmal den Battery Plus, darüber den Battery Minus, dann Eingang Minus und Eingang Plus. Die Eingangsspannung kann alles zwischen 4,5 und 9 Volt sein, wobei empfohlen wird, nicht über 7 Volt drüber zu gehen. Ansonsten gibt es noch ein paar Sachen, die man eventuell bearbeiten muss. Zum einen haben wir hier unten den R100. Das ist ein 0,1 Ohm Widerstand. Der setzt das Ganze auf einen Charge Current von 1 Ampere, also 1000 mA. Man kann auch runtergehen bis 100 mA oder hoch bis 2 Ampere. Je nachdem, was man für eine Leistung haben möchte, kann man dann hier zum Beispiel noch einen dazu löten, beziehungsweise hier oben den wegmachen und austauschen. Was man auch noch gucken muss, das ist hier oben an der Stelle. Wir haben hier einen 0 Ohm Widerstand, der setzt den sogenannten Pre-Charge. Das heißt, wenn die Zelle tief entladen ist, wird standardmäßig, wenn hier verbunden ist, dafür gesorgt, dass er am Anfang erstmal mit einem niedrigeren Strom lädt, bis das eine vernünftige Spannung erreicht wurde und dann erst den vollen Strom hier unten, der eingestellt ist, anlegt. Die zweite Stelle ist hier oben, da sehen wir so zwei Lötpads, die aktuell nicht verbunden sind. Wenn die nicht verbunden sind, dann ist 3,6 Volt, also LiFePO4, eingestellt. Wenn sie verbunden sind, dann sind es 4,2 Volt, also normale Lithiumzelle. Wenn man lieber die laden möchte, kann man auch das machen. Hier oben haben wir dann noch die Anschlüsse für die LED. Wir haben in der Mitte einen Common, wir haben links die Charge-LED und rechts haben wir die Standby-LED, dass er bereit ist. Wir haben ja eine LED auch im Lieferumfang, die kann man dann da passend dran löten. Bei der LED, die dabei ist, müssen wir mal ein bisschen gerade gucken. Ich gucke mal gerade, ob ich hier mit meinem Multimeter das Ding zum Leuchten bekomme, dass wir rauskriegen, welche Farbe was ist. Tada,
Okay, da haben wir Rot, wie wir hier eventuell erahnen können. Und die andere Seite ist da Grün. Das heißt also, das kürzeste ist Grün. Das sollte dann entsprechend auf den Standby, das heißt also nach rechts. Und das mittlere Beinchen dann nach links. Dann haben wir die richtig rum drin und haben eine schöne Charge-Anzeige hier. Okay, das Protection Board sieht dann hier so aus. Wir sehen, wir haben hier auf der Mitte jetzt quasi unseren einen einzigen MOSFET, der das Ding ein- und ausschaltet. Und jede Menge noch frei, um noch 5 weitere hinzuzufügen. Das heißt, es wird wahrscheinlich hier von dem Modul noch Modelle geben, die höhere Ströme können. Da sind dann einfach mehr von diesen MOSFETs drauf gelötet. Ansonsten haben wir hier unseren U1, das ist der Protection IC, das ist natürlich dann nicht unser DW01. Ich glaube, das hier ist 5115G, ich konnte dazu jetzt nichts finden. Ansonsten ja, ein paar Widerstände, ein Kondensator und das war's. Und auf der Rückseite hatten wir eben ja schon gesehen, da haben wir dann hier unsere Power Minus und Power Plus, die entsprechend dann da umschalten. Wir sehen, Power Plus ist direkt auch zur Batterie verbunden, das heißt also, die negative Seite hier wird geschaltet. Das ist dann das, was hier über die Vias zu den MOSFETs geht und von denen dann geschaltet wird auf den Ausgang. So haben wir dann hier unsere Protection nach oben und nach unten. So, für den Test werde ich jetzt mal hier die kleine Zelle nehmen. Und was ich noch gefunden habe, ist der hier, ein normaler AA-Halter. Da steht zwar jetzt was von 1,5 Volt, aber ich glaube, der wird sich jetzt nicht so schwer damit tun, hier auch eine größere Spannung dann entgegenzunehmen. Glücklicherweise ist das hier auch ein sogenannter Bottom-Top. Das heißt, wir haben hier oben so ein Ding, was raussteht, wie auch bei den klassischen Batterien. Es gibt die auch als Flat-Top. Das ist dann so wie bei 18650 häufig zu sehen, dass man nichts sieht. Das heißt also, da steht dann entsprechend nichts vorne raus. Aber dadurch, dass wir das hier haben, können wir auch hier mit diesen relativ kleinen Ringen relativ guten Kontakt machen. Das heißt, einfach den hier rein, vorzugsweise nicht kurz schließen und jetzt sollten wir hier hinten eventuell unsere Schutzbeschaltung dann dran löten, dann dürften wir dann ein bisschen sicherer unterwegs sein. Ich sehe gerade, der hier ist anscheinend nicht gelötet, sondern tatsächlich draufgeschweißt. Na gut, das kriegen wir mit Sicherheit irgendwie abgerissen, möglichst ohne die Finger irgendwie einzuschneiden. Und dann löten wir entsprechend einfach unsere Kabel direkt da dran und sollten dann unsere Schutzbeschaltung relativ flott da auch haben. Ja, und dann würde ich sagen, wir testen das einfach mal. Das heißt, wir holen jetzt einfach erstmal unseren Dummy-Akku, den wir hier möglicherweise haben. Ist einfach nur ein Labornetzteil, wo ich die Spannung und so weiter einstellen kann. Was den schönen Vorteil hat, dass, wenn ich das anklemme, theoretisch, ich ja die Spannung beliebig variieren kann und dann einfach mal gucken kann, wann und wie die Schaltung denn wirklich ausschaltet, nur um sicherzugehen, dass wirklich da überhaupt was passiert. Nicht, dass das hier, was hier drauf ist, nur ein 4,2 Volt Regler hat oder Abschaltung für Lithiumzellen in dem Bereich. Also lieber nochmal gegenmessen. Dann gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt. So, also stellen wir erstmal ein. 17 Volt ist eventuell etwas zu viel. Also gehen wir einfach mal auf 3 Volt und schalten an. Strom können wir, denke ich, auch ein gutes Stück runter machen. So, Strom an und am Ausgang haben wir unsere 3 Volt. Das heißt, das klappt schon mal. Jetzt gehen wir mal runter. So, bei 2 Volt müsste er ungefähr abschalten. 2,5, 2. Okay, bei 2,4 Volt schaltet er ab. Dann schaltet er wieder zu. Bei 3 Volt. Okay, 2,4 Volt können wir uns mal merken. Sollte ungefähr hinkommen. Und dann gehen wir mal auf die andere Richtung. 6, 7, 8, okay, nee, halt, achtet mal auf die Spannung geht runter, das heißt, er limitiert da. Also die Spannung kann ich jetzt hier auf 4 Volt setzen, aber der geht auf 3,7 nur hoch. Das heißt also, irgendwas versucht er da auf jeden Fall zu limitieren, er schaltet anscheinend nicht komplett ab. Das kann aber auch einfach sein, weil hier nichts an Kapazität dazwischen ist, dass einfach mein Netzteil da ein bisschen pulst und das hier hinten nur gefiltert wird. Aber
Wir sehen von Spannungen her, das sieht ganz gut aus. Er geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Jetzt ist er schon bei 2,5 ausgegangen. Na, es ist aber ungefähr die richtige Richtung. Wir wissen, dass es kein 4,2 Volt System ist. Also wir sind relativ sicher, dass wir hier unsere Zellen reinmachen können. Gut, tun wir das mal. Wobei, klemmen wir erstmal was an. Haben wir hier irgendwie einen ESP? Lasst mal schauen. Ich gehe mal gerade auf die Suche. So, ein Thema, was wir jetzt hier natürlich noch haben, das ist der Ladestrom. Ja, der ist hier ja fest eingestellt auf, ich glaube, einem Ampere war es. Und zwar hier unten über diesen einen Widerstand 100 Milliohm. Normalerweise sagt man, so eine LiFePO4-Zelle mit einem C kann man es laden. Das wären hier 0,6. Das heißt, wir müssten noch 0,2 um den Dreh. Da wären wir dann bei 500 mA, bisschen drüber, bisschen drunter. Problem an der Sache, naja, ich habe in meinen Büchelchen leider nur 0 Ohm oder 1 Ohm. Dazwischen habe ich jetzt nichts da. Ich glaube, irgendwo sind vielleicht noch 0,5er. Mal gucken. Ich glaube auch sonst in meinen Kisten, ich gucke gleich nochmal drüber, aber viel dazwischen werde ich nicht haben. Im Zweifelsfall müssen wir dann 4 Stück übereinander löten. Dann wären wir ungefähr bei 250 Milliohm. Das ist etwas unterhalb von 500 Milliampere, also vielleicht so 400 um den Dreh. Mal gucken, was wir da jetzt machen. Okay, Kommando zurück. Unser Samplebook können wir, denke ich, auf Seite legen. Ich habe da doch noch was gefunden. 0,24 Ohm. Das klingt doch gut. Halbes Watt dürfte auch funktionieren. So viel geht da nicht durch. Und ja, die Bauform, bisschen groß, aber ich denke, das kriegen wir dazwischen. Es ist vor allen Dingen halt nur in der Breite größer. So, Königreich für eine Pinzette. Dann genehmigen wir uns doch davon mal einen und bauen das Ding hier passend um. Fein. Und wir haben ja noch die Zuleitung, die wir auch noch dran machen müssen. Muss ja irgendwas mit 5 Volt sein, deswegen einfach ein altes USB-Kabel abgeschnitten. Rot und schwarz dann gleich hier dran gelötet. Ich stecke es vorher mal ein und guck mal nach, ob hier wirklich dann die 5 Volt rauskommen. Ich hatte leider auch schon Kabel, wo irgendwie die Farben nicht ganz mit der Polarität und so übereingestimmt haben. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass das hier kein Problem sein sollte. Die richtigen finden wir schon. Dann noch die hier dran und theoretisch sind wir dann fertig und können testen. Okay, und so sieht das ganze Ding dann aus. Wir haben hier unseren ESP. Der geht an die Protection, von der Protection auf den Akku. Ebenfalls parallel mit dem ESP ist der hier und hier vorne haben wir dann noch das USB-Kabel. So, theoretisch, wenn ich die Batterie einlege, sollte der ESP angehen und ja, hier entsprechend unsere 3, irgendwas Volt anzeigen. Also probieren wir mal, ob das geht. Strom an und nix. Na, was soll das? Ah, geht nicht an, aber ich sehe 700 Millivolt. Okay, blöde Frage. Wie sieht es hier aus? Okay, also unser Akku ist da. Das heißt, unsere Schutzbeschaltung hat ausgeschaltet. Ich habe da schon so eine Vermutung. Vielleicht arbeitet der Chip so wie viele andere auch. Und die laufen so, dass wenn man da nur den Akku dran macht, die erstmal ausbleiben. Das heißt also, wir müssen erst laden, dass der Akku sich aktiviert. Das können wir einfach mal probieren. Kurzschluss war keiner da. Das hatte ich eigentlich geguckt vorher. Also, ich stecke mal einfach mal ein und jetzt achte mal drauf, hier müsste jetzt eine LED angehen und hier auch. Und okay, das sieht gut aus. Fast. Wir haben 3,4748 Volt. Ihr seht auch, die Spannung steigt. Also der ist jetzt wirklich hier die Zelle am Laden. Deswegen auch die rote LED. Was mich ein bisschen wundert, hier ist auch nur eine rote LED. Da hätte ich eigentlich schon eine blinkende blaue erwartet. Das kann jetzt natürlich sein, dass der irgendwie durcheinander gekommen ist. Na gut, achten wir mal drauf. 3,508. Ich ziehe jetzt mal wieder aus und wir sehen 3,4. Er sinkt jetzt natürlich entsprechend, weil nicht mehr geladen wird. Aber hier ist die LED noch an. Ich denke, ihr könnt es sehen. Das heißt also, unsere Protection schaltet jetzt die ganze Zeit durch und der hier ist in Betrieb. Wie gesagt, wahrscheinlich ist ein bisschen das Einschalten uncool gewesen. Deswegen ist der hier in irgendeinem nicht wirklich sinnvoll gebooteten Modus. Gucken wir mal gerade, ob wir hier einen Reset-Pin haben.
haben wir. Das ist der unter dem VCC und den müssen wir gegen GND ziehen. Okay, gerade mal gucken, habe ich irgendetwas hier, damit wir das tun können. Holen wir mal unsere Pinzette hier. Das wäre der auf den da. Reset. Okay, passiert nichts. Ich habe die dumpfe Befürchtung, dass es dann doch hier Chip-Enable und so sein muss. Diese ESP01 sind da leider ein bisschen... Naja, ja, ihr seht das. Wenn ich Chip-Enable dran mache, dann funktioniert es. Jetzt haben wir auch unsere blinkende LED. Es ist also einfach eine Verbindung hier unten, die nicht richtig angeschlossen ist. Hier habe ich gerade sogar noch ein paar Kabel liegen. Dann machen wir das so rum. Akku nochmal weg. Zack. Dann verbinden wir einfach hier unten diesen Enable-Pin, der hier fehlt, mal mit VCC und dann ist auch wahrscheinlich das Problem mit dem Einschalten weg. Das heißt, wenn ich das hier so mache, dann sollten wir jetzt in der Lage sein, hier unsere Batterie reinzulegen. Dann sollte theoretisch nichts passieren. Yep, ist so, weil wir müssen ja... Oh, nee, never mind, er ist an. Ich dachte gerade, wir müssen erst laden, aber anscheinend hat es gereicht. Der hier blinkt fleißig vor sich hin. Und das ist ja auch das, was wir machen wollen. Können hier auch mal das Licht ein bisschen ausmachen. Dann können wir auch vernünftig sehen, dass es blinkt. Fein. Also, ich würde sagen, unsere Schaltung hier funktioniert auf jeden Fall. Und wie ihr seht, ist eigentlich eine ganz praktische Technik. Einfach, weil man keinen 3,3 Volt Linearregler hier benötigt, sondern den Akku direkt da dran hauen kann. Es kann Sinn machen, noch einen LDO zusätzlich zu benutzen. Oder sogar was Größeres im Sinne von Zappic oder so. Aber das muss dann schon eine sehr effiziente Sache sein, dass sich das lohnt. Und die meisten sind halt nicht so effizient. Ansonsten, wie gesagt, LiFePO4 eine schöne Sache. Auch insbesondere für Bastler. Hält relativ lange. Ist nicht ganz so gefährlich wie die alten 18650 Zellen. Und ja, wie ihr gesehen habt, die gibt es auch irgendwie in größeren Mengen zu halbwegs vernünftigen Preisen. Das ist also auch nicht unbedingt so aus der Welt, wirklich die aktuell auch zu benutzen. Wie gesagt, hauptsächlich werden die aktuell eher in Hausspeichern und so benutzt. Dann allerdings nicht hier als Rundzelle, sondern mit so viereckigen Riesenteilen. Die sind dann natürlich noch relativ teuer. Aber hier sowas Kleines für zwischendrin, einfach um einen Sensor, der unterwegs ist, zu betreiben, ist, denke ich, eine ganz praktische Sache. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt, dass es nicht nur die LCO-Akkus, die klassischen Lithium-Ionen-Akkus gibt, sondern auch die LiFePO4, die auch interessant sein können und es halt auch Möglichkeiten gibt, die als Bastler relativ einfach zu benutzen. Entweder mit zwei Teilen, wie ich es hier gemacht habe, oder wie ich eben schon gesagt habe, anscheinend gibt es die inzwischen auch auf einem Board, sodass wir quasi wie unsere Protected TP4056 Boards dasselbe haben, nur für LiFePO4. Gut. Ich werde hiermit auf jeden Fall ein paar Sachen jetzt mal bauen. Ihr habt ja gesehen, ich habe eventuell da größere Anzahlen. Hat natürlich seinen Hintergrund. Ich will da eventuell den einen oder anderen Sensor hier ein bisschen mal deployen. Und ihr habt ja gesehen, aufladen hiermit geht. Ich werde mir noch einfach hier eine Ladeschale draus bauen. Und wenn das nicht hilft, viele von den Universal-Ladegeräten, die Lithium-Akkus können, kann man auch in Software umstellen, um entsprechend dann hier sowas laden zu können. Wichtig natürlich, vorher umstellen, die hier nicht mit 4,2 Volt betreiben. Andersrum, nicht hier diese Zellen statt einer AA, wo 1,5 Volt reingehören, reintun. Aber ich hoffe, das versteht sich für euch von selbst. Gut, ich gehe dann mal weiter basteln und hoffe einfach, dass die Zellen auch da dann das tun, was sie sollen.